So, hallo, moin Leute. Ich bin auch mal wieder da mit einem Moto-Vlog. Ja, lange ist es her. Ich glaube 2 Monate oder anderthalb. Naja, wird mal wieder Zeit für einen neuen Vlog, ne? Ich fahre gerade zur Honda-Werkstatt, Honda-Händler, zur 12.000-Kilometer-Inspektion. Ja, es ist soweit mittlerweile. Es sind sogar schon 12.714 Kilometer. Ich habe ein bisschen überzogen, aber ich habe leider nicht eher einen Termin gekriegt. Ich habe vor 3 Wochen angerufen und sagen, ja, hier, hallo, ich brauche einen Termin zur Inspektion. Ja, es dauert aber noch ein bisschen. Haben leider erst in 3 Wochen was. Die 12.000er Inspektion ist ja, ich glaube, die große Inspektion. Da wird vieles gemacht. Ich glaube, Ventilspiel einstellen. Also da wird wirklich, glaube ich, alles gemacht, was auf dieser Liste da steht. Und weil es halt auch eine große Inspektion ist, ist es bestimmt auch eine teure Inspektion. Ich hoffe mal, dass ich nach dem Werkstattbesuch keine Privatinsolvenz anmelden muss. Warum? Ja, ganz einfach. Meine Kette ist am Ende. Die hat leider ihre maximale Länge erreicht, ihre maximale Ausdehnung. Das heißt, dass sie verschlissen. Ich habe keinen Plan, wie lange so eine Kette eigentlich halten sollte. Vielleicht liegt es auch an falscher Pflege, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall habe ich gesagt, als ich angerufen habe und den Termin gemacht habe, ja, Kette müssen wir auch neu machen. Sehr wahrscheinlich, weil die hat, glaube ich, ihre maximale Länge erreicht. Die Kette mussten die bestellen, ne? Wurde mir am Telefon gesagt. Also ich hoffe mal, dass nur die Kette eben neu gemacht werden muss, dass hier altes kaputt ist. Nicht die Ritze. Wenn die Ritze auch noch gemacht werden müssen, dauert es bestimmt noch mal länger, die Reparatur, Werkstattaufenthalt, und es wird teurer für mich. Dann muss das Konto gleich am Anfang des Monats wieder bluten. Ja gut, wir haben heute den 8. Ja, den 8. Ja, ist eigentlich nur Monatsanfang. Aber es wäre nicht schön, wenn das Konto am Montag gleich wieder am Monatsanfang gleich wieder bluten muss. Ah, Stadtverkehr, das ist was Schönes. Für Leute wie mich, die auf dem Dorf leben, das ist mal eine willkommene Abwechslung. Aber es kann halt wirklich auch echt auf den Sack gehen. Ja, im zweiten Gang anfahren, das will gelernt sein. War ja auch vor kurzem. Ich glaube, wenn das Video rauskommt, ist es ein Monat her. Oh, es ist schon wieder rot, ey. Das. Ja, Stadtverkehr halt, ne? War in Leipzig ja große Motorraddemo gegen Fahrverbote. Und Tempolimit, Streckensperrung, wie auch immer. Da war ich ja auch mit dabei. Und leider war hier meine Kamera hier. Hallo? Du da? Kaputt, irgendwie. Ich konnte nicht mehr einschalten. Tja, und drum gab es im letzten Video, letzten oder vorletzten Video, ich weiß es nicht genau, halt eben nur Aufnahmen vom Telefon. Aber ich hoffe mal, das war auch recht interessant. Das Ende vom Lied, ich habe die Kamera einfach mal dann den Abend aufgeschraubt, oder was heißt aufgeschraubt, auseinandergebaut. Und irgendwie, keine Ahnung, hatte der... Ey, hier, das muss doch rot gewesen sein jetzt, oder? Ja, das war rot, definitiv. Definitiv rot, also ich habe ja grün, das würde ich ja jetzt wissen, da steht der Rotblitzer. Oh, hier kann man bestimmt auch geil Fotos machen. Mit den ganzen Scheiben und so, wenn sich das spiegelt. Voll toll. Ich habe ja so meinen Führerschein knapp ein Jahr schon. Am 29.07. ist genau ein Jahr. Und ich gehe mit großen Schritten auf die 13.000 Kilometer zu. Und manche fahren das in 2 Jahren ein. Ich mache es einfach in einem Jahr. Ich vermute ja, dass ich so, wenn die Einzeit durch dem Ende zuneigt, dass hier ungefähr, ich hätte mal 25.000 Kilometer draufstehen. Ob ich da 16 Uhr ankomme, weiß ich nicht. Weil ich hatte ja gehofft, dass ich 15.45 Uhr schon ankomme. Weil dann kriege ich eine bessere Busverbindung nach Hause, weil wenn ich das Bike jetzt abstelle bei der Werkstatt, dann habe ich ja nichts mehr, womit ich fahren kann, ne? Muss mit dem Bus fahren, mit der Straßenbahn. So, Fahrradampel kriegt grün, dann müssen wir auch gleich grün kriegen. Jawoll. Blinken wäre auch nicht verkehrt, ne? Wenn man sich Lenker in den Spiegel angebaut hat, so wie ich, dann hat man ja dann muss man ja die Originalspiegel abbauen. Und da hat man dann ja diese Gewindelöcher von den Originalspiegeln. Wenn es dann halt regnet oder man waschen tut, dann sammelt sich da das Wasser drin und das bleibt dann drinnen stehen. Das ist nicht so toll, ne? Das sieht doch nicht so toll aus, wenn man dann hier so offene Löcher hat, ne?
Warum habe ich jetzt so Schrauben drin? Es hat zwar fast ein halbes Jahr gedauert, aber ich habe jetzt Schrauben drin. Schöne Schrauben aus Alu. Alu roh, unbehandelt, nichts drauf, also nicht allokiert oder so. Also die sind Alu Natur. Somit rostet es auch nicht. Kurze Anmerkung, Alu rostet schon. Es ist oxidiert. Aber es oxidiert nicht so wie Stahl. Es passt auch ganz gut. Das Teil hier, wo die Schrauben drin sind, ist Alu. Und die Schraube ist aus Alu. Seitdem ich auch keine Kennzeichen mehr verpixeln tue, ich verpixel ja keine Kennzeichen mehr. Ich zensiere ja nur noch Gesichter, die man halt gut erkennen kann. Weil keiner möchte ungefragt sein Gesicht auf YouTube sehen. Ne? Da macht das Videoschneiden auch viel mehr Spaß und es geht ruckzuck. Kann ich einen Vlog nach dem anderen raushauen. Weil sonst jedes Kennzeichen zu verpixeln, ne? Dauert ewig, vor allem wenn man in der Stadt fährt und dann noch dieses Wackelbild vom Motorrad. Nee, das willst du nicht. Ich habe es 17 Folgen lang gemacht, seit dem Vlog aus Chemnitz. Schluss damit. Ich hoffe mal, dass die Reparatur nicht so teuer wird. Also ich schätze mal höchstens 400 Euro. Das wären 10% vom Neupreis, ne? Der knistert und knattert aber schön. Mal hier, schön. Bürgerschlachtdenkmal. Da müssen wir auch demnächst mal hin. Ich überlege, ob ich frage, ob ich die Kette behalten darf, so als, das heißt, keine Ahnung, Andenken an die erste Kette. Ich hoffe mal, dass sie das machen, dass hier, dass es so ein bisschen Spiel drin ist. Hier, das Teil hier ist locker. Weil man sehen kann, ja, ist locker. Ich hoffe mal, die machen das fest. So, das ist die neue Kette. Neue Kette drauf, neues Ritzel drauf, vorne ein neues Ritzel und hier ist es wirklich kein Spiel, ne? Die hat die andere, die alte, die konnte ich hier so fast einen Zentimeter gefühlt rausziehen und hier, das ist ja wunderschön. So, wir sind jetzt 2 Tage weiter. Inspektion wurde gemacht, Kette gewechselt und es wurde nicht nur die Kette gewechselt, es wurde auch das ganze, also es wurde der gesamte Kettensatz gewechselt, also vorderes Ritzel, hinteres Ritzel und die Kette an sich. Zündkerze wurde auch gewechselt, aber das ist, glaube ich, in der Inspektion drinne. 12.000 und ich kann sagen, es war teuer genug. Also es war wirklich nicht billig. Aber ich denke mal, dass das gut investiertes Geld war und ist. Es fährt so sanft hier, kann Gas geben, bla bla bla. Bevor die Kette gewechselt wurde, konnte ich jetzt fahren und halt kein Gas geben. Dann anfahren und dann hat das erstmal so, das als ob ich die Kette erstmal straffen muss oder so. So hat sich das angefühlt. Jetzt nichts mehr. Also dieses ganze Geld war wirklich sein Geld wert. Ich hoffe mal, dass es auch die zweite und letzte Kette ist, die ich hier einbaue. Die erste hat ja fast 13.000 Kilometer gehalten. Und da ich ja vermutlich A1 mit rund 25.000 Kilometern beenden werde und diese Kette jetzt wirklich besser pflege als meine erste, denn nochmal will ich nicht so viel Geld ausgeben, es fährt sich wie am ersten Tag. Aber das war wirklich, ich muss sagen, das war wirklich sehr gut investiertes Geld. Oh, herrlich, diese Ruhe beim Fahren und das, die alte Kette hat auch total geklappert, ne? Ja, also das hat sich wirklich gelohnt. Was ist denn hier? Aha, der ADFC demonstriert. Der, ach, guck dir das an. Klimamesse. Den Spaß gönne ich mir. Und was der Werkstattmeister mir auch noch gesagt hat, ist, dass meine Kennzeichenbeleuchtung kaputt ist. Der hat mich gestern angerufen und gesagt, hier, deine Kennzeichenbeleuchtung ist kaputt. Sollen wir die auch noch machen? Ich sag, nee, lass das mal, das mache ich selber. Ich will nicht noch mehr Geld dahin schaffen. Okay, jetzt sage ich euch, was es kostet. Es hat gekostet 461 Euro. Da muss das Konto gleich mal wieder bluten. Naja, was soll ich sagen? Bikefahren ist teuer. Diese 461 Euro spaltet sich auf in gut 90 Euro für das Kettenkit, 100 Euro fürs Einbauen der Kette, 210 Euro für die Inspektion, ungefähr 10 Euro für die Zündkerze und ich glaube 20 Euro für das Öl. Jetzt muss ich mich nur noch um eine neue Kennzeichenbeleuchtung kümmern. Das sind bestimmt auch nochmal 20 Euro, die ich hier investieren muss.
Aber naja, der alte hat ja lange gehalten. Und was ich auch noch gemacht habe, ich habe gefragt, ob ich das alte Kettenkit, ob ich das haben kann. Weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Also zusammenfassend kann ich sagen, die Reparatur war teuer, aber nötig. Trotz alledem, dass die Reparatur so teuer war, 461 Euro, mehr als ich gedacht habe, ich habe mit 300 gerechnet bloß, hat sich doch eben gelohnt, also das ist wirklich sehr gut investiertes Geld gewesen. Vor allem, weil ich jetzt wieder Ruhe beim Fahren habe. Und ich habe die latente Angst, dass die Kette abspringen könnte. Jo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte, bitte einen Daumen nach oben da und auch ein Abo. Da würde ich mich sehr freuen drüber. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.